Ja, Hallöchen, willkommen zu einem ganz neuen Minishcap-Part und zwar mit einem neuen Gast hier bei mir. Vielleicht noch nicht gehört habt, aber vielleicht kennt ihr sie ja schon. Stell dich vor! Die kleine Zelda 1 ist auch mal da. Yay! So, wie ihr wisst, sind wir hier in diesem komischen Wolkenpalast. Ja, dann wollen wir sagen, gehen wir los, wa? Ach klar. So. Ich bin fast tot schon wieder. Ah, lass mich! Was? So, warte mal Boah, kurz. ich werde ja geschrieben, das ist der Wahnsinn. Also, ich finde, der Sound ist gerade ein bisschen leider. Kurz mal, kleine Unterbrechung. Okay! Kurz die kleine Unterbrechung. Wie, Sie müssen noch da? Ich bin auf jeden Fall da. Gut. Lass Ich mal. werde erst, ich muss erstmal nicht los. So, jetzt haben wir den angemacht. Anzünden. Jetzt können wir eigentlich, jetzt sind wir kurz vorm Ende schon. Aber dauert noch ein bisschen. Und. Ja, mit Zeit. Ja. Nein, schon wieder Mumien. Die Mumie. Kasse diese Es Viecher. ist. Es ist nicht mehr Link, es ist die Mumie. Oh. Wer nach Mumien sucht, wird selbst zur Mumie. Jupp. Like Memphis sind bald. Ah, ich habe noch eine Fee. Oh, ist ja gut. Weißt du, kannst eigentlich immer schön ein Abwurzen gehen. Es kann sein, dass ich die Fee nochmal brauche. Ah, verdammt! Und da gefallen. Wo sind die Feuermagier? Wieso haben es eigentlich alle Windpaläste oder Luftpaläste an sich, dass sie immer total beschissen sind? Die sind immer zum Kotzen. Mann, Link! Ich denke nur zu, ich denke nur zu gern an Twilight Princess. Ja, die sind auch scheiße. Obwohl, er ist echt cool aufgebaut, kann man nicht abstreiten. Das soll ja auch. Es muss so verdammt nervig, sich alles zu merken. Oh, vor allem, wenn man das erste Mal durchspielen muss. Oh Gott. Ich erinnere mich noch zu gut daran. Das war auch schlimm. Da bin ich halt ausgerissen von meinem Rebound und hab's dagegen geschmissen. Wie ich So. es mir verlaufen hab. So, der Raum ist ein bisschen tricky hier, weil ihr seht, wir haben hier tausende von Bomben hier. Und die dürfen wir nicht aktivieren. Weil sonst dieser Schalter aktiviert und die Tür geht zu. Also schön aufpassen hier. Und also bin ich gleich tot. Was mit einmal selbst wieder zu losgeht, dann macht es nur so pfff, wie so tot. Verdammt! Ich hab doch hier irgendwo ein Trinken rumstehen. Let's search mein Trinken. Morgen wieder Berufsschule, ey. Leckt mich am. Irgendwo. So, durch, endlich. Yay! Ein kleiner Schlüssel. Ich hab keinen Bock auf Berufsschule. Aua, aua, lasst mich in Ruhe. So, wo sieht denn jetzt hin? Ja, jetzt weiß ich's. Links sollte man sein Navigationssystem einschalten. Bei der rechten bitte links abbiegen. Haha, nicht getroffen, Arsch besoffen. Und jetzt hier runter, bitte. Jetzt können wir hier rein. Wir wegen noch was haben. Ne, komm nicht durch, schade. Und öffne bitte und durch. Oh Gott. Was ich an der Minish-Cap aber ziemlich cool fand, was ich cool finde, ist, dass sie die Stimme von Link, also den kleinen Link, eingefügt haben. Ja. Green ist auch eine geile Idee. Das ist ja auch. Aber wenn du wirklich permanent dieses Schwert aktivierst, so dann kriegst du auf links total Abspackmodus. Mann, ey, hier sind zu viele Gegner und die geben mir kein Herz. Ha, die haben alle kein Herz für Link. Ja, guck mal, was hier alles für Gegner sind. Was soll denn bitte? Ich seh's doch. Ja, hallo, geht's euch gut, ihr Wichser? Oh, ja, danke. Ja, noch so eine Rotzfee, die mir kein was zu leben gibt, ey. Also was ich jetzt eigentlich höre ist, also ich sehe dich, wie du verklopfst, ich höre aber so zwing, 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 zwing. Ja, reicht auch schon. Du
Das allein reicht die Tatsache, dass ich mir das vorstellen kann. Oh, ey! Mann, fick dich, du Mistratte! Toll, was nützt mir das jetzt? Du bist rot. Warte mal, kann ich hier nicht irgendwie raus oder so? Spenny, was bringt es dir rot zur Zeit? Weil ich habe es länger den Pass nicht mehr gucken können, weil ich dafür keine Zeit hatte. Ich weiß es auch nicht mehr, was genau das Rote zu bedeuten hatte. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, ich brauche sofort ich muss sofort hier raus aus dem Tempel, sonst bin ich tot. Das aussieht, Link kann fliegen! Yay! Yeah. Und zwar, ich muss hier ganz schnell raus. Weil ich habe keine Fee mehr, ich habe kein Nichts mehr, bin fast tot. Ah! Oh Gott, falscher Raum. Wo muss ich hin? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Würde der Dieben gern helfen. Und raus hier. Das Blöde ist, hier sind kaum irgendwelche, Lebenssachen oder sonst irgendwas. So, raus hier. Naja, vielleicht ist es, spielst du gerade Magic Cat Master Quest? Oh, endlich eine Fee. Aber es wird zu kalt hier. Und wieder runter und nochmal was holen. Wenn ein Spendem was macht, dann macht er es, wenn er richtig. Mhm. Und zumindest gibt er sein Bestes. Yay, wieder eine Fee gefangen. Noch eine Fee gefangen. Cool. So. Brauch ich also, mir du bist ein ganz schön Feenabstauber. Du raubst allen Feen die Freiheit. Das ist mir jetzt gerade in der Situation egal. Du bist ein Arschloch. Ich weiß. So. Und hoch. Ich will gerade überlege. Was hältst du von Schokopudding? Nicht so viel, ich mag keine Schokolade. Eben Vanille. Vanille ist okay. Ey! Lasst mich doch mal in Ruhe, ihr kleinen Mistratten! Ich hab mein Headset auf dem Schädel, das tut da ziemlich weh in den Ohren. Sorry. Das war so nebenbei bemerkt. Bin ich grad bis angezuckt. Greif doch an, Link! Geht doch! Ich stell mir das gerade so vor. Es gibt neue Entwicklung von Nintendo, dass du irgendwie erst durch Gedanken steuern kannst. Dann fängt an zu schreien. Ach du, ich hab doch bevor was zu machen! Ach ja, ich hab mir heute mal das neue Zelda angesehen, also ein bisschen genauer angeguckt. Und? Das neue. Ich bin so hin und weg. Wo Link dann runterfällt und den Vogel herholt und dann fällt aus dem Vogel drauf und dann springt er durch die Gegend. Boah, ich bin fast zusammengebrochen. Ich hab so ein. So atmen und mit Augen gelesen, so, oh mein Gott, das ist geil, da! Ja, so flippe ich immer aus, wenn neue Zelda rauskommt, es wird auch immer so vorankommen. Selbst wenn ich 80 bin und inzwischen schon Zelda 52 rauskommt, ich werde immer zusammenzucken, als alte Oma einen Charakter hast, so, oh mein Gott, neues Zelda kommt raus! Ja, Zelda ist doch einfach das Beste überhaupt. So neben Mario, größte Entdeckung ever. Mann, du blöder Goblin oder was du auch immer bist, leck mich am Arsch! Nein, lieber nicht. Das wirst du nicht antun. Oh, ich bin ja schon wieder tot! Danke, geht doch, Drecksviech. Link, spring doch mal jetzt richtig, Mensch, Junge. Ey, hier sind tausende von Gegnern und die regen mich gerade richtig auf. Du bist ja nicht alleine, Spenny.
Link! Ich danke. Kann so town. So, jetzt bin ich fast wieder tot und ich weiß, dass hier oben der Endboss ist. Siehst du von der positiven Seite, du kommst nicht als Leiche an. Yay. So, und hoch. Endlich, da. Mach so. Jetzt mal das Skype-Ding ein bisschen leiser. Was für ein Skype-Ding? Die Skype-Lautstärke von dir. Ach so. Okay, mit zwei Herzen gehen wir rein. Juhu. Nee, wir werden aufgefrischt. Na toll. Wie ist etwas? Ich will mehr Münze, Münzen. Link schreit nach Münzen. Ja, ist jetzt von nun an Mario, der will auch mal Münzen haben. Ja, Mario götzt sich doch auch an Münzen. Mhm. So, wir haben gleich wieder volles Life. Volles Sortiment. So, jetzt hier nochmal raus und mal reinlaufen. Und yay. Okay, los geht's. Wind. Oh, wir sind auf dem Viecher drauf. Ist das ein Mantrax? Ja, sowas in der Art. Oh? Und jetzt rauf! Ach so, interessant. Aufgekommen. Was ist, wenn du nicht rechtzeitig hochkommst? Dann gibt's Aua. Nur Aua? Ja. Mit Anführungsstrichen nur Aua? Ja. Kein sofort Suicide? So, jetzt muss ich hier rauf. Die beiden und der. Der Viech, das Viech ist eigentlich sowas wie dieser Wurm bei Dings. Wie bei Majora's Mask ist der hier. Den habe ich ja noch gar nicht geschafft. Der ist nicht so schwer. Ich habe für diesen Ikana-Tempel nie fertig gekriegt. Nein! Verdammt Mistviech! Down. Haha. So, jetzt kommt der hier. So, wenn sie nicht gestorben sind, dann fotzen sie sich noch heute. Verdammt, jetzt ist mir gerade ein Herz runtergefallen. So, komm schon. Oh Gott. Ey! Mistviech! Ah! Und rauf! Verdammt! Boah, das Viech ist so böse. Ich seh's. Nein, verdammt, schon wieder! Das macht Matsche, Pappe. Boah, wie viel war das denn? Sag doch, Matschepampe. Keine Bezug. Doch, meine Leute. Oh nein! Mann! Mistviech! Halt deine Kugel für dich, du Mistfratte! Das Billardspiel mit dir! Komm! Yeah! Ruf hier! Ruf! Yay! Yeah. Tot? Er ist es down. Wir hängen das Bild. Vollkommene Hängung. Oh, Mistviecher. Nein. Das hab ich jetzt ein bisschen mit deiner Stimme zurechtgeben, dass ich verstehe, was du hast geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Und das kurz vor dem Partende. Cool.
Kekse für alle. Achso, ja, stimmt. 15 Minuten. Was, wir nehmen schon 5 Minuten auf? Hm? Ja. So, wir haben das letzte Element. Und damit heißt es jetzt... Ja, was heißt es jetzt? Im nächsten Part heißt es Fragmenteverein. Juhu! Ja, man kann sogar mit dem Hund oder mit dem König Fragmente vereinen. Das Windelement erhalten. Das Windelement enthält die Kraft, die Samen trägt und Früchte bringt. Okay. Klingt ein bisschen pervers, wenn ich ehrlich bin. Nicht wirklich. Ja, doch, natürlich. Also dann, Leute, bis zum nächsten Part mit mir und Lissi. Tschüss.